Herzlich willkommen zu einem neuen MSG-Podcast hier auf dem besten YouTube- und Spotify-Kanal der Weltgeschichte. Und heute handelt es sich hier um einen Re-Upload von dem The Connect-Kanal, bei dem ich unter anderem auch dabei gewesen bin. Mein Name ist Paul und Luca ist ebenso auch dabei und noch zwei weitere Gäste. Und dadurch, dass dieses Video so ein, keine Ahnung, nicht so die große Relevanz hatte damals auf dem Kanal, also schon ein bisschen, aber nicht viel, haben uns überlegt, dass wir dieses Video tatsächlich auch nochmal hier quasi hochladen. Also nicht wundern, warum wir noch ein bisschen anders aussehen, als wir jetzt aussehen. Gerade bei mir ist das sehr, es fällt das sehr rett oder auf. Und ja, also let's go in die Ausgabe über die Wii. Hey Freunde, was geht? The Connect wieder back, heute mit einem Podcast. Letztens kam der Podcast über die PlayStation 2, über die ehrenvolle Zeit der PlayStation 2. Und heute geht's um die Wii. Und dazu haben wir uns zwei Gäste und Spezialisten geholt. Einmal Andreas, Gamer Andre auf YouTube, falls das noch aktuell ist. Nee, nicht wirklich. Nicht, okay. Verdammt, und, Mist. Ja, und dann noch Paul. Oder auch Wirbel genannt auf YouTube. Sehr gut. Und dann Leo, den kennt ihr, der Typ, den ich für ein paar Euro immer meine Videos hole. Ja, der Typ, der da ist, aber auch nicht da ist. Was soll ich sagen, Freunde? Die Wii war schon, haben wir schon erzählt, dass es um die Wii geht? Ja, ne? Es geht um die Wii, ja. Es geht um die Wii. Es war auf jeden Fall eine glorreiche Zeit, tatsächlich sogar meine Lieblingszeit in der Konsolenzeit, muss ich sagen. Mhm. Weil die habe ich am meisten besessen und noch am längsten gehabt, habe ich sogar immer noch teilweise. Die Wii fing damals bei mir tatsächlich an mit Skylanders, Jungs. Okay, krass. Skylanders. Oha, gerade auch mein erstes Game. Das ich war habe, mega. Ich habe mir die Wii nur wegen Skylanders geholt und hat sich bis heute auch richtig rentiert, Mann. Weil Skylanders und Skylanders Giants sind heftig. Ja. Und alles danach war scheiße, Alter. Okay. Aber da fing es auch an. Erst habe ich Skylanders gehabt, dann kam noch irgendwann Poképark dazu. Ich habe damals immer die Spiele immer ausgeliehen von der Videowelt. Oh ja, ja, safe. Hab immer von Samstag gemacht. Und dann über Sonntag. Und genau, Montag. Weil man den einen Tag länger halten konnte. Genau. Denn, ja, genau. Alter, Harvest Moon. Harvest Moon war bei mir so weit oben. Ich habe das Game geliebt. Ich habe das immer noch. Ich habe mich sogar nachbestellt, krass, damit ich das Game wieder spielen kann. Aber ist halt, na, im Gegensatz zu früher, hat so ein bisschen den Vibe kaputt gemacht. So. Ja, ja. Außerdem ist das Spiel auch kaputt. Deswegen, ich habe mir ein gebrauchtes Game gekauft. Okay, schade. Aber Skylanders, Mann. Ich habe damals... ganz kurz, ich habe mir einen Skylander gekauft, bevor ich überhaupt die Wii hatte. Echt? Ja, ich hatte nicht mal das Spiel, aber immer schon den ersten Skylander geholt. Ich hatte damals. Und den wollte ich mir auch tätowieren tatsächlich. Echt? Welcher war das? Weißt du den Namen? Prison Break hieß er, glaube ich. Das war so ein Golem mit so zwei Kristallhänden. Ja, ja, oha, die kenne ich. Ich glaube, die hieß Prison Break, ne? Ja, genau. Also, ich wollte das Spiel damals immer haben, aber das Spiel war damals ja verdammt teuer. Ich habe es dementsprechend nie besessen. Ich habe das noch nie gespielt. Hast du es nie gespielt? Ich habe es nie gespielt. Noch nie! Noch nie! Also das ist echt krass. Ich hatte einen Skylander damals, habe ich einen Typen abgezogen. Nächste damals, Woche, neuer weil er den dreimal hatte. Echt? Ja, der hatte den dreimal, okay, den gleichen. Okay. Er war so, ja, ich fand den cool, hab mir den zweimal gekauft. Und der hat den nochmal geschenkt bekommen. Und er so, ja, und dann wollte, ach, er den, den Kopf, dann wollte er den in den Kopf abpacken oder so. Was witzig fand, da habe ich den abgezogen. Keine Ahnung, war das dritte Klasse oder so? Weißt du noch, fertig aussehen? Nee, gar nicht mehr. Ich hatte den auch nicht lang. Ich weiß nicht, gar nichts mehr von dem. Ich weiß doch, der hatte einen, dann habe ich den abgezogen, weil er den immer mit zur Schule hatte. Weil er den immer mit zur Schule hatte? Ja, und auf einmal Rapper geworden. Aber ich fand das Spiel immer spielen, wie schon gesagt, bis heute nie gespielt. Wie, und ihr? Ihr habt wahrscheinlich 300 Spielstunden jeder, ne? Am Tag. Kommt bei mir tatsächlich hin. Also, ja, also meine Schwester und ich haben es damals zusammen zu Weihnachten bekommen und wir haben es durchgesuchtet. Also wir haben so viele von diesen Figuren gehabt. Ja, wir haben, glaube ich, die ersten drei Spiele von gespielt gehabt mit allem drum und dran. Das war halt einfach geil. Andreas hat immer ein paar mitgenommen zu mich, also zu mir nach Hause. Ja. Oh, deine Schwester ruft an. Ja, egal, ungefähr das. Zu mir nach Hause und dann hatten wir immer so Battles gemacht. Weißt du, wir hatten teilweise die gleichen Skylander und da hatten wir immer andere Wege genommen. Das Game müssen wir spielen, Mann. Ich hab alles oben, wir müssen das Game spielen. Das Game ist heftig. Okay. Paul, was ist also mit dir? Also bei mir war es so, ne, ich habe damals auch genauso tatsächlich wie du, ne, ich hatte eine Wii zwar schon gehabt, aber ich hatte noch kein Portal gehabt und alles so. Also, erste Intention, erstmal so Niklaus-mäßig so, yo, ich hole mir meinen ersten Skylander. Das war damals Sonic Boom. Ah, okay. Einfach, weil ich halt ein Fan von der Attacke war, von Guile hat damals. Ja, okay. Und der hat gesagt immer so, boom, und dann kennst du ja auch, was genau mein Charakter jetzt. Okay, das ist, meiner ist tatsächlich jetzt, stimmt, ja, es ist immer noch dein Main, würdest du das, nee, dein Main nennen? Nee, heutzutage wäre es Whirlwind, weil Wirbel... Whirlwind, ja, okay, macht ja auch Sinn, dieser ja, Regenbogen, genau. Alter, dieses schwarze Loch, was die gemacht hat damals. Ey, zudem gibt's Junge. Halt eine Story, ey,
Gott, Whirlwind. Ich habe mir den dreimal bestellt. Immer kam irgendwie dieser Charakter nicht an oder er kam irgendwie eine falsche Figur. Ey, das war furchtbar, ne? Oder vollkommen verspätet, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, wir hatten das mal bei Thalia oder so. Damals konnte man bei Thalia Games kaufen. Lol. Also online zumindest. Das kann man aber nicht aus. So, ne? Und dann habe ich mir halt diese Figur geholt. Ja, was kam dann an? Chop Chop, kennst du hier auch. Perfekt, Digga. Einmal Chop Chop. War mal geil, das war mein Lieblingscharakter damals. Ich mag ihn auch sehr gerne. Aussehen. Leute, ich bin gerade komplett raus. Ich hab keine Ahnung, auf einmal Atomphysik hier. Der Skeleton. Der Skeleton? Ja. Nee, das war der hieß doch nicht Chop Chop. Das war, du meinst den, der mit diesem riesigen Kopf, ne? Mit dem Geisterkopf. Ich meine, der mit Geisterschwert und Schild. Genau, das ist er. Ach, das war Chop Chop? Ja. Ach, der hieß der so. War heftig. Ach so. Ja, Schlitzen und Hacken hat er immer gesagt. Ja, genau. Der war das. Also ich fand Spyro cool. Ja. Das war auch ein Skeletor, oder? Ja. Ja, das war ja auch eigentlich auch sein der Game. War, der, ja. Das war Spyro's Adventure. Okay, ja, genau. Das war ja der Hauptcharakter, ne? Den gab es auch für 3D. Es gab das Game auch für 3D. Erst gab es einfach Spyro in schwarz. Ich fand ihn so geil. Also Spyro, ich wollte die Figur damals immer haben. Auch halt, wenn ich das Spiel nicht hatte. Ich fand ihn einfach so genial. Ich bin sowieso ein Drachenfan, ne? Müsst ihr wissen. Und ich fand Spyro so geil. Ja, es gab eine eigene Kategorie. Gerade was, wollen wir weiter über Skylanders reden oder wollen wir zum nächsten Game kommen? Wir können gleich so langsam zum nächsten kommen. Ich denke auch. Weil meine Mains war halt dieser komische Robodrache in dem Game. Ich habe leider vergessen, wie der heißt. Nein, ich weiß nicht, wie du meinst, egal. Ja, und ja. Ich glaube, hieß er Baumsuka oder Bazooka? Bazooka. Ah, ja, genau. Das war auf jeden Fall dieser Tree mit der anderen. Der konnte Ananas die ganze Zeit schießen. Ja, das war geil. Den habe ich geliebt, Mann. Oder Boom Boom, dieser Troll mit dem Dynamit. Ja, boah, genau. Ja. Boom. Der war heftig. Ey, ist geil, denn, dass du hast echt was verpasst. Können wir gerne nachholen. In deiner Kindheit hast du einiges verpasst. Ja, das war wirklich. Es ist kein schweres Spiel, aber es ist halt, es zieht dich halt irgendwie in den Bann. Und vor allem, wenn du halt die ganzen Figuren hast, dann kannst du irgendwo mal lang gehen und hast gedacht so, boah, krass. Genau, ja, Mann. Gerade weil wir so viele Figuren haben. Boah, dann lass mal zu einem Spiel kommen. Wir sind gerade bei einem sehr beliebten und jetzt kommen wir zu einem sehr unbeliebten Game, was ich aber sehr gern gespielt habe: Pokémon Rumble. Hab ich nie gehabt. Ich hatte es auch nicht gehabt, weil das war ja das Besondere an der Wii, da gab es halt das allererste Mal so einen richtig großen Shop. Genau, ja, genau. Da war ich auch nie drin. Da war ich für die Virtual Console, ich habe tatsächlich die Wii eher als Virtual Console Konsole halt genutzt. Und also du hast halt eben da super viele Auswahl natürlich gehabt. Und also konntest ja sogar nicht nur Nintendo Sachen spielen, sondern halt auch so Neo Geo oder Atari oder so. Ja, genau. Ist halt krass. Ne? Yeah, das hätte ich auch gerne gehabt. Es gab nämlich auf den eShop, den wollte ich mir schon immer kaufen, gab es von Pokémon Diamond und Pearl irgendwie so My Pokémon Farm oder so. Mhm. Ja, genau. Und da konntest du von Pokémon Diamond und Pearl die Pokémon übertragen, konntest du mäßig Harvest Moon die pflegen. Das war Pokémon Ranch. Cool. Pokémon Ranch, genau. Das wollte ich damals mal schon immer mal spielen. Ich habe es bis heute nicht probiert. Boah, habe ich auch nicht gespielt. Ich habe auf jeden Fall Pokepack, habe ich 1 und 2 gesucht. Das war richtig geil, Mann. Pokepack habe ich immer spielen wollen. Ich habe das nie gespielt, das war weil so ich habe das Spiel nie bekommen. Ich habe das bei Tuddle früher mal geguckt. Deswegen, das ist auch der Grund, warum ich Tuddle damals angefangen habe zu gucken. Weil ich Pokepark gesuchtet habe von dem. Pokepark mit Tadde, Alter. Ja, das war der Glaub erste mir, Grund, der zweite Teil ist besser, weil da kannst du nicht nur Pikachu spielen, sondern Sepifeu, Flying und Otto. Ja. Oh, das ist geil. Ja, das Mann. Ist geil. Du hast 4 Pokémon zum Spiel. Ja, Mann, das glaube ich. Das hat wir waren bei Pokémon Rumble. Ja, genau, Pokémon Rumble. Habt ihr so gar nicht gespielt? Ne? Gar nicht, Digga, da bin ich raus. Ich höre immer im Internet, das Game ist todes gehatet. Ich habe das so oft gehört, dass es so gehatet ist, das Game. Ich kenne nur den, also ich habe hauptsächlich den 3DS-Teil gespielt, den habe ich auch wirklich gesuchtet. Also das war auch wirklich so ein Game, wo ich sagte, ja. Aber ich habe auch nur gehört, so ja, okay, irgendwie soll das gar nicht so gut sein. Aber was noch mehr gehatet wird, das ist Pokémon Battle Revolution. Ja, das wird echt gehatet, also das ist krass. Nee, für Wii auch. Ja, genau. Battle Revolution, da hat man doch in einem Stadion mit gegeneinander gekämpft, genau. Auch nicht? Und mehr Content gab es da auch nicht. Nee, also genau, das habe ich damals auch mit einem Freund von mir gespielt. Das ist ein geiles Spiel, wir haben uns das immer ausgeliehen, auch bei der Videothek. Haben wir ein paar Mal gemacht. Konntest man gegeneinander spielen? Ja, ja, genau. Konntest du jedes Pokémon nehmen? Nee, da gab es eine beschränkte Anzahl. Vielleicht gab es da, lass mich lügen, 20, 30 Pokémon. Da konntest du dir, wenn ich mich recht entsinnen kann, konntest du nur eins auswählen. Das war so, als ob du Smash spielen würdest, weißt du, nur in 3D und nicht so 2D-mäßig. Dann konnte man gegeneinander kämpfen. Also so habe ich das in Erinnerung. Ich habe damals immer Lucario gespielt. Du kannst tatsächlich alle 6 Pokémon nehmen, also ist nicht. Aber du hast halt eben, wie gesagt, du meintest ja schon eine beschränkte Anzahl an Pokémon. Das war auch echt ein Scheiße im Gegensatz zu Stadium, wie damals von Nintendo 64. Ja, yeah, genau. So, oder du hast halt eben dein DS und konntest dich damit halt connecten. Ja, yeah, okay. Echt, du konntest bei Pokémon Stadium mit einem Kollegen einfach so spielen? Ja. Bei Pokémon Colosseum geht das nicht mehr. Nee, deswegen. Richtig. Dumm. Also ja, aber das Spiel war damals cool. Also ich war vielleicht, keine Ahnung, das Spiel lügen,
9, 10, ich weiß es nicht mehr richtig. Hm. Also ich fand das Spiel damals cool, aber wie schon gesagt, es war halt so ein Spiel, was wir uns 2, 3, 4 Mal an dem Wochenende ausgeliehen haben. Wie du meintest, immer über den Sonntag. Ja, da habe ich auch, oh, da und dann haben wir halt so 2 Stunden am Abend gespielt und das war's. Also ich habe da geile Erinnerungen dran. Weil, jetzt weiß ich wieder. Aber stimmt, wenn du das so sagst, dass das nur das hatte als Ding, dann ist es echt ein Kackspiel eigentlich, weil das wäre echt sehr, sehr wenig eigentlich. Es war auch kacke, ne? Also es ist halt zum Beispiel bei Pokémon Stadium hast du diese Arena-Leiterburg, da hast du die Turniere. Und du hattest noch 9 Minispiele und bei Stadium 2 hattest du noch mal ein paar mehr gehabt. Das war richtig, richtig gut. Konntest du denn bei Pokémon Stadium, wenn du mit einem Kollegen gespielt hast, alle 151 Pokémon zu dem Zeitpunkt spielen? Ja, du konntest alles spielen, ne? So, ne? Aber die waren halt auch nicht so geil. Deswegen hast du dich halt meistens mit dem Gameboy verbunden, mit dem Transfer Pack. Das konntest du dann da reinklacken. Hm. Und dann konntest du deine eigenen Pokémon gewinnen. Okay. Das geht nur bei Colosseum jetzt auf der Gamecube auf jeden Fall. Ja, genau, aber das konntest du auch. Aber nur. Das war doof. Was geil war, wo wir von Ausleihen geredet haben. Ich habe immer sehr viele Spiele ausgeliehen, die im Nachhinein immer gekauft. Skate war so geil, das war so realistisch, ja. Mann. Und da fing es bei mir auch an, weil ich halt so ein Tony Hawk's Fan war. Ich habe mir Skate geholt, ich habe das geliebt. Das Beste an Skate war einfach, wenn du auf die Fresse geflogen bist, der Kommentator, ja, das war Alter. Es war zum Todlachen. Skate habe ich damals nur auf der Xbox gespielt. Also Skate 3 war das damals. Ja, Skate 3 fand mir nachher auch gut, aber ich finde den ersten Teil sogar besser. Mhm. Also auf der Wii leider gar nicht. Echt nicht? Nee, nur auf der Xbox. Also Skate 3 damals mit Kevin auf der Xbox. Da haben wir uns am Wochenende am Freitagabend reingesetzt und kamen Sonntagmorgens wieder raus aus dem Zimmer. Wir haben auch damals, also das war sportlich. Ja, damals haben wir auch, also ich habe die Wii habe ich halt damals mit Wii Sports und so bekommen. Ja. Wii Sports Resort war halt geil. Mein Lieblingsminispiel war das mit dem Flugzeugfliegen, das war das Beste. Ja, immer 5 Minuten freier Flug hieß das. Ja, ja. Mann, das hat einfach das gebockt. War so geil. Und damals haben wir dann mit einem Kollegen GoldenEye gespielt. Auf einem kleinen Bildschirm mit der Wii Maus, da musst du mit der Wii Remote musst du zielen. Das war für ein Ballerspiel zum Kotzen. Alter. Ja, klar. Das war zum Kotzen, klar. Alter. Das habe ich gar nicht gefeiert. Aber was ich gefeiert habe, war Animal Crossing, Mann. Das habe ich geliebt, ey. Ja? Digga, für die Wii war das so geil. Die Wii war mega. Da fing es bei mir auch an mit Animal Crossing. Das war wirklich ein geiles Game. Diese Vibes, Junge. Die Musik. Ich auch noch nie gespielt. In der Zeit waren halt die ganzen Bewohner auch noch teilweise grimmig. Die könnten dich hassen und alles. Das war halt noch super. Und jetzt, heutzutage sind sie halt... Alle Freunde. Die mögen dich halt einfach alle. Ja. Egal, was für eine Personalität du hast. Ja, du kannst sie rausschmeißen, wenn du Bock hast. Halt. Ja. Das ist halt voll dumm irgendwie. Ja. So, das habe ich halt auch nie gecheckt. Ich hatte damals auch so richtig random Spiele einfach bekommen, einfach von meiner Mama oder von meinem Bruder einfach gekauft. Da ist so ein Spiel, das hieß irgendwas mit Fight of Legends oder so. Das war halt so ein griechisches Kampfspiel. Und ich so, Alter, was ist das denn, Junge? Oder Avatar, der Film, der 3 Stunden geht. Ja. Davon hatte ich das Spiel. Ich auch. Das war aber voll gut, Mann. Der Film. Ja, der so mit dem blauen Menschen. Okay. Der war ach heftig. So, der Avatar. Okay, ja. Ich war gerade bei Herr der Ringe. Nee. Der war mit dem blauen Menschen. Davon gab, von dem Film gab es ein Spiel. Ja. Ja, das Ding war so scheiße. Es gab von tatsächlich aber echt? Auch von Herr der Elemente gab es glaube ich 3 Spiele. Also aber von der Cartoon-Serie, nicht das Spiel. Ja, ich hatte eins, hatte ich für den DS hatte ich damals einen. Die waren aber glaube ich alle nicht so unbedingt so. Nee, also ich fand das auch recht schwierig, weil ich fand damals, die Steuerung war übel scheiße. Wenn du gebändigt hast, fand ich die Steuerung echt kacke. Mm, die war echt klobig und irgendwie hat sich das echt kacke angefühlt. Gerade auf dem DS halt gerade, ne? Oh, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, es war cool, aber ich fand es war echt schwierig, aber ich finde das lag auch teilweise an der globigen Steuerung. Aber was eine gute Steuerung hatte, war Lego Star Wars. Oh, Lego Star Wars. Lego Scheiße. Star Wars. Hat Lego so Star Wars Episode 3 hatte ich damals. Wo du gerade von Bending geredet hast, Alter. Da musst du gerade an die generell denken. Alle Lego Teile heftig. Bei mir war das eher tatsächlich Complete Saga. Aber das habe ich eher PC gespielt. Ja, genau. Also es gab ja einmal The Complete Saga, ne? Und dann gab es für die Wii nur Episode 3. Mhm. Genau. Und meiner Meinung nach, ist das besser als The Complete Saga. Weil die Complete Saga hat ja von jedem Film nur ein bisschen, okay. Aber das war richtig intens, weil du hast die ganzen Klonkriege gespielt. Okay. Das heißt, du musstest, es hat angefangen bei Episode 2, du hast die ganzen Klonkriege durchgespielt. Das war nämlich zur Clone Wars Serie, das Spiel. Ja. Ja, genau. Weißt du, und am Ende bist du dann auf Mustafa und bist du Darth Vader. Und da habe ich es nie geschafft. Ich war immer 3 Level vorher oder 4 Level vorm Ende, ne? Mhm. Nie geschafft. Ich habe das Spiel dementsprechend nie zu Ende gespielt, weil ich mindestens 20, 30 Mal an diesem einen Level gescheitert bin. Da habe ich aufgehört, das Spiel zu spielen. Echt? Ja, aber echt, nach den 30 Mal, keine Ahnung, wie alt war ich da? 12 oder so, ich war einfach abgefuckt. Ja, da hatte ich andere Spiele, wo ich dann besser drin war.
Da hatte ich keinen Bock mehr, einfach immer an der gleichen Stelle zu scheitern. Was für ein Spiel ich damals auch immer gestorben bin an derselben Stelle, das war Sonic und der Schwarze Ritter. Mega geil. Das Game habe ich heute noch. Das soll gut sein. Ich habe das gefeiert, da habe ich so viele Stunden drin gehabt. Es ist halt einfach episch. Das vereint halt Sonic und halt generell so Jump'n'Run mit Schwertern, Schwertkämpfen. Und vor allem, da hat man auch diese Bossgegner wie den König Artus und sowas, die einfach broken sind. Man stirbt wirklich 20, 30 Mal pro Level gefühlt. Aber es hat halt einfach diesen Vibe gehabt. Damals, es war halt heftig. Bei Sonic habe ich immer nie so verstanden. Sonic wusste nicht genau, was sie machen wollten. Einmal war es ein Ritter, dann war es ein Beast, dann war das halt. Ey, was Mario war gefühlt schon auch alles. Dann hast du ein Rennspiel, wo du auch Sonic-Charaktere spielst und Amy mit Auto. Mhm. Ja, Mann, Digga. Alter, so dumm. Du konntest einfach, es gab einen Sonic-Game Racer, wo du einfach rennen konntest, statt mit einem Auto zu fahren. Macht das Sinn in irgendeiner Form? Ja, die können ja schnell rennen eigentlich, ne? Ja, gut. Ey, was war euer meistgesuchtetes Game? Ich hab gerade nämlich eins im Kopf, das habe ich. Digga, das war das meistgesuchteste bei mir. Soll ich anfangen? Ja, hau raus. Mario Kart Wii. Ja, Mario Kart, okay, Mario Kart Klassiker. Danach kam Skylanders, aber Mario Kart Wii, alter Junge. Mario Kart Wii, muss ich ehrlich gestehen, der beste Mario Kart Teil. Ja. Alles, was danach kam, fand ich persönlich nicht schlecht, aber hat zu wünschen übrig gelassen. Gerade der letzte Teil, Mario Kart 8 ist das ja, glaube ich, für die Switch. Meiner Meinung nach, vielleicht das schlechteste Mario Kart. Okay, das nicht. Das ist komplett, ich kann euch sagen, warum, okay? Weil es nicht mehr auf Skill ankommt. Egal wie gut du bist, es ist scheißegal wie gut du bist in diesem Spiel der Letzte, wenn du einfach Pech mit den Items hast. Ja. In Mario Kart Wii war das so, wenn du gut warst und scheiß Items bekommen hast, egal, du konntest doch gewinnen. Aber im Neuen ist das, wenn du gut bist, aber die ganze Zeit Kack-Items bekommst und selber abkriegst, dann bist du gefickt. Dann kannst du gar nicht mehr gewinnen. Also Mario Kart Wii war das manchmal ein bisschen unbalanced, weil es gab Motorräder, die haben nur Power. Ja, das stimmt. Ich habe mir damals sogar extra Rosalina gekauft, also das Game von Mario, Mario Galaxy, damit ich Rosalina haben konnte. Ich habe auch extra diesen komischen Rennwagen, den du bekommst. Den Rennwagen, der war halt das heftigste Auto. Und diesen Torpedo. Das war wirklich das heftigste Motorrad in dem Game. Damit warst du richtig schnell. Digga, es kam. Wenn du gut damit warst, hast du keine Chance. Ja, Mann. Ich habe teilweise meine ganzen Freunde überrundet. Krass. Also ich habe immer. Ich eine wichtige Frage: Joy-Con oder mit Controller? Joy-Con gab es ja damals ja gar nicht. Nee, Ich meine den Nunchuck. Ich habe mit Nunchuck gespielt. Ich konnte das mit so. Nee, overpowered. Ich habe immer so gespielt und ich habe immer den Basic Car gespielt. Ja. Ich habe immer Basic Car von Mario gespielt. Ich habe nur alle Reifen drauf gehabt und ich habe trotzdem mal gewonnen. Ich war einer. Ja. Andere Reifen? Ja, da konntest du auch reifen. Du konntest das Kart reifen und. Nein, das ist bei Wii konntest du nur. Nee, ging das nicht? Bei Wii konntest du das nicht. Du konntest nur das normale Fahrzeug. Egal, ich habe auf jeden Fall immer das normale Fahrzeug genommen. Immer das Standard-Ding habe ich gehabt. Ich habe damit fast immer gewonnen. Also echt, ich war voll gut. Ich habe auch mal Standard gespielt, ich mochte das am meisten. Also auf jeden Fall. Deswegen auch die OP-Motorräder und so. Ne? Aber es kommt immer darauf an. Ich finde, in dem Spiel kam es wirklich nicht auf Skill an. Weil auch wenn du die OP-Dinger hattest, auch die Items und so, du musst trotzdem irgendwie gut sein. Weißt du, bei den Neuen ist das so, yo, du kannst nicht mehr von der Stage runterfallen. Wobei, ich glaube, das kann man einstellen. Aber so am Anfang wusste ich nicht, dass man das einstellen kann. Ich dachte mir, was ist das für eine Scheiße? Weißt du, und dann ist das Spiel auch wieder so vereinfacht. So irgendwie. Das geht. Also wenn du diesen Modus hast, wo du nicht runterfallen kannst, kannst du auch keine Abkürzung fahren. Ja, okay, aber Abkürzung habe ich eh nie geused. Ja, das. Was für mich ein krasser Nerf ist, von Mario Kart Wii zu 8 ist, dass Funky Kong nicht mehr drin ist, Alter. Funky Kong, absolut bester Charakter, also auch beziehungsweise nicht mehr bester Charakter, das war der OP-ste Charakter, glaube ich, in Mario Kart Wii. Gefühlt schon, ja. Apropos, der wisst ihr, Speedrunner benutzt. Wisst ihr, was auch OP ist? Ihr seid OP. Wenn ihr den neuen The Connect Merch trägt, seid ihr gleich der beliebteste in eurem Freundeskreis. Also Leute, oh mein Gott. Es ist einfach geil. Ist sogar hochwertig. Ihr könnt damit länger beim Sex durchhalten, ihr könnt mehr essen, ohne dick zu werden, und ihr könnt einfach mehr Beliebtheit in der Schule kriegen oder auf der Arbeit. Leute, es ist ein Non-Profit-Produkt. Auf Instagram könnt ihr alle Designs sehen. Schreibt uns per DM, falls ihr Interesse habt. Die einzige Sache, die nicht genervt wird. So ist es. Ja, was mit euch? Was habt ihr am meisten gespielt? Ich glaube tatsächlich, Star Wars war bei mir, glaube ich, das Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Also das ist das, was mir jetzt gerade so in Erinnerung ist. Sonst halt sehr viel Wii Sports normal habe ich auch gespielt. Wii Sport habe ich gefreut. Und dann gab es noch Wii Play. Kennt ihr das noch? Ja, und da gab es doch dieses Panzerspiel. Mhm. Ich war so gut in diesem scheiß Panzerspiel. Das war so geil. Und da konnte man, glaube ich, auch Billard spielen oder so. Und da gab es auch so eine Art Duck Hunt irgendwie.
Ja, das kenne ich. Das war so geil, das war so geil. Ich glaube, ich bin einer der wenigsten Menschen, ich glaube, ich 1% der Menschheit, die Wii Music gefeiert haben. Wii Music. Wii Music war das Game mit dem absoluten Cringe-Trailer damals auf der E3? Ja, genau. Ja, okay. Das Game habe ich aber echt gefeiert damals. Ich hab das einmal gesehen, dachte mir, haha, witzig. Weg damit. Du konntest halt keine eigene Musik machen, aber ich hab's geliebt. Ah, okay. Ich hab das geliebt, Alter. Ich schwör's dir, Alter. Sonst, was ich sehr viel gespielt habe, war Dragon Ball Budokai 3. Bei mir war es ja die PS2-Version. Ja. Nee, ich hab drei auf Wii. Auf der Wii habe ich das gespielt. Aber das ist voll scheiße irgendwie. Weil die Steuerung war so richtig crap, weil du musstest ja mit Nacktschein spielen. Genau. Ab und zu bist du noch oben gegangen und dann ging er einfach nach unten. Ja. Oder so ab und zu, das war richtig crap, ab und zu die Steuerung. Aber das Spiel war damals geil. Und das sah grafisch, gerade für 2013 war das oder so, grafisch sah es für die Zeit echt geil aus. Das war so ein 7, glaube ich, am Trost. Budokai Tenkaichi 3 meine ich. Ja, genau, das kannst du auch sehen, neues. Echt? So ja. alt ist das? Ja, ja. Boah, der. Aber ich hab das aber die Wii ist ja auch 2007 rausgekommen. Ja, stimmt. Auf jeden Fall so um den Dreh habe ich das aber erst bekommen, so 12, 13, irgendwie so um den Dreh. Weil ich war gerade 12 geworden, aber es war cool irgendwie. Und die Kassiererin wollte mir das Spiel damals nicht verkaufen. Ich so, ich bin wirklich 12. Und ich hatte damals meinen Schülerausweis, aber sie wollte mir nicht glauben. Sie so, ja, das kann man fälschen, weil das ja so ein Papierding war. Ich so, das ist aber der einzige Ausweis, den ich habe. Ich so, hier, wollen Sie meine Mama anrufen? Da wollte ich ihr das Telefon geben. Ich so, fragen Sie meine Mutter. Da hat sie mir das Spiel im Endeffekt noch mitgegeben, ne? Aber die wollten mir das nicht verkaufen. Ich glaube, ich war aber schon 13. Damals. Das hat mich voll geärgert. Da war ich so lange am Struggle, ob ich mir das holen soll, nicht? Damals hat das 30 Euro gekostet oder so. 30 Euro für ein Spiel war für mich so teuer. Ja, das wäre so, als ob ich jetzt 70 Euro für ein Game ausgeben würde. Wo ich mir denke, so, das ist Geld, was ich nicht ausgeben möchte. Ja, das war, glaube ich, ein Software-Pyramid-Spiel, ne? Kann das sein? Es gab damals bei Wii und auch bei anderen, gab es immer so ganz relativ günstigere Versionen oder günstige Spiele, die immer so Richtung 22, 20 Euro waren. Das waren so diese quasi Gravelbox-Dings. Ja. Ja. Aber da waren auch echt gute Sachen dabei. Fand ich auch tatsächlich. Ich habe da so viele geile Games gehabt früher. Ja. Was ist mit dir? Was hast du am meisten gespielt? Meisten gespielt? Tatsächlich ist Mario Kart auch ganz weit mit oben, aber ich glaube, primär ist es halt wirklich am Ende Skylanders gewesen. Also Skylander mit den ganzen Teilen, da werden wahrscheinlich hunderte Spielstunden drin gewesen sein. Und bei dir? Bei mir war es tatsächlich am Ende One Piece und Cruise 1 und 2. Es gab zwei Teile. Und es ist eine Frechheit, als die Games rauskamen. Junge, es waren 4 Inseln dort bei beiden Teilen. Und natürlich haben die nicht die zusammengelegt, sondern nee. Die haben 50 Euro beide gekostet, als die rausgekommen sind. Einer, du hast du halt, und vor allem, die kamen halt nacheinander raus. Die kamen halt original, ich glaube, die kamen 2009 hintereinander raus, also glaube ich 3 Monate später. Sorry. 3 Monate lang später kamen die dann raus und ich wäre einfach abgefuckt gewesen, weil die einfach 100 Euro am Ende gekostet haben. Uff. 100 Euro. Letzten Endes muss ich aber sagen, damit hast du verdammt viel Spielspaß und gerade wenn du die Secret Bosse dann spielst, gegen Albtraum Ruffy oder zum Beispiel gegen Whitebeard, Junge, kannst du einfach aufgeben. Kannst du einfach wirklich aufgeben. Ja, es macht einfach keinen Spaß, gegen die zu fighten, weil du einfach keinen Schaden machst und die zeigen dir auch, dass du keinen Schaden machst. So nach dem Motto wie Dark Souls, dann setzen die irgendwie ihre Spezialattacke ein, du bist tot. Das ist echt scheiße. Da fällt mir ein, da gab's bei Budokai 3, Tenkaichi 3, gab es ein Level, da musstest du gegen Broly spielen. Ja, genau. Und Broly hatte damals blaue Balken. Wisst ihr, was das Problem an blauen Balken war? Blaue Balken heißt, dass er keinen Schaden bekommt. Nee. Das heißt, oder der hatte, es gab ja erst die Rot, ist der letzte Balken, dann kamen 2 gelbe, dann hat er gefühlt 96 Millionen grüne Balken, Lebensbalken gehabt, die man runterkriegt. Achso, ja, das war meinst du, und davor hat er noch blaue gehabt. Und bei blaue, das war ja eine Art Shield. Den musstest du erst durchbrechen. Meistens, bevor ich diesen blauen Shield überhaupt durchbrechen konnte, bevor ich ihm echten Schaden zufügen konnte, war ich schon tot. Bis dahin hat er meistens echt mein ganzes Team gefickt gehabt. Das war so schwer. Ja, da habe ich auch echt lange gebraucht. Also bis ich den dann besiegt habe, das hat so lange gedauert. Noch unfair waren Charaktere, die halt nicht diesen blauen Ball, ich habe gedacht, dass du davon redest, Charaktere, die immer mit einer vollen, 100% aufgeladenen Spezialattacke gleich reinkommen. So, hallo, moin. Achso, nee, das meinst du, ja. Gefühlt. Ja. Nee, ich meinte den anderen blauen Lager. Ja, genau. Genau, aber das gab's auch, genau. Alter. Ja, okay, das gab's bei Skylanders zum Beispiel nie. Ja. Aber bei Skylanders hatten wir das Ding, wir drei haben halt immer so gespielt. Ja. Wir waren ja Nachbarsfreunde, beziehungsweise ich war 2 Minuten von ihm entfernt. Ja. Und dann kam ich mal vorbei oder die kamen zu mir und wir haben halt Skylanders gespielt. Meistens kam ich zu denen, weil die halt alle hatten und dann habe ich halt immer eine Handvoll mitgenommen und so.
Und Junge, ne, man konnte ja One-on-Ones machen. Junge, es fing nicht mal an. Es fing nicht mal an. Ne? Und wir haben schon alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Alle. Alle. Es hat gar nicht mehr aufgehört, Mann. Und wir so, ja komm, weiter Spam, Spam, Spam. Aber damals hast du als Kind natürlich nicht. Ja, aber das war auch witzig zu spammen. Also ich weiß noch, wir haben teilweise in manchen Games mit Absicht gespammt. Weil, ja, ist geil, wer am meisten, am schnellsten Köpfe spammt einfach. Ja, das war damals einfach so. War einfach so der Vibe, ja. Ist halt einfach krass gewesen, so mit dem Roboter zum Beispiel. Oder, wie hieß er, Voodoo oder so? Ich weiß nicht. Ja, hieß er Voodoo? Ja. Das war so ein Typ in der Tiki-Maske. Ja. Der Typ hatte, der steht unten auf meinem Regal, zeige ich dir nochmal, der hat so einen grünen Stab. Der ich weiß welchen. Der Typ hatte, pass auf, der Typ hatte einen Strahl, der dir Lebensenergie weggenommen hat und die Saber, ja. Das war aber Zielsuchen. Du konntest dem nicht ausweichen. Okay. Sobald also die Absorber bei Pokémon. Ja, sobald ich an dir dran war und das gedrückt gehalten habe, also ich konnte es gedrückt halten, Digga, der war direkt tot. Das Ding aber. Es gab in Skylanders so viele Leute, so viel unbalanced Charaktere, ne? Die waren so überpowered, Mann. Aber auch gleich im Starterpaket gab es schon echt einen, und zwar Trigger Happy. Alter, Trigger Happy war so krank. Der war so krank, hat er nicht sogar am Ende sogar eine Fähigkeit gehabt, wo du so Kohle mitmachst oder so? Da nee, war's. Ja, ich weiß gar nicht. Aber mit dem MG. Das MG, Alter, war das krank, Mann. Das war zu wild. Ja, wirklich, Mann, da hast du die Bosse hast du durchgerusht damit. Ja, genau. Das hat gar nicht, das hat ihn gar nicht interessiert. Aber am Ende, du kannst die Charaktere leveln und dann kannst du also entscheiden, okay, entweder gehe ich den Attackenweg oder den Attackenweg. Okay. Und bei dem einen Attackenweg hast du halt riesige Knarren gehabt. Okay. Und bei dem anderen Attacken hattest du halt eine Minigun. Apropos, ja, wo wir gerade bei Knarren sind, ne? Mhm. Smash Bros. Brawl mit Snake. War auch geil. Ja, okay, aber habe ich nicht früher gespielt. Nee, nicht früher, aber im Generellen. Ja, geht. Also Snake war da scheiße. Aber war geil, dass der da reinkam. Ja, aber es hat Spaß gemacht, zuzusehen, wie Tuttle den gespielt hat. Der hat den gut gespielt. Gut, das hat er nicht gesehen. Ich habe mir die ganzen Matches reingeguckt von Jengis, von Vic oder Iblali damals und, oder hieß er sogar da Sweet Zeit Alligator? Nee, das war noch schon Iblali. Okay. Ja. Und Tuttle halt, ne? Und André, der hat auch Smash gespielt. Der war besser als Jengis. Krass. Das hat eigentlich Spaß gemacht. Da haben die noch in der Pong-WG gelebt. War das bei Whiteplay? Ja, das haben die in der Pong-WG haben die noch gelebt. Ja, das. Digga, das war so witzig. Ne? Die haben übrigens, die haben vom Bildschirm abgefilmt. Mit der Kamera. Also das so wie wir das früher gemacht haben. Genau, so haben die es auch gemacht. Ja, Mann. Aber früher ging das ja auch nicht anders. Du hattest damals ja keine Elgato oder sowas, die man da ansteht. Nee, Mann, die hatten früher eine Leinwand, haben es abgefilmt und haben die. Digga, das war voll witzig. Ja, aber geil, Digga. Aber nice, dass sogar so große YouTuber das auch mal gemacht haben. Hast du Brawl gespielt? Nee. Ist in mir komplett dran vorbeigegangen. Okay. Ja. Aber wir beide müssen noch Skylander spielen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Skylander auf jeden Fall. Vor allem, das Coole ist halt, wenn ihr schon mal einen Charakter hattet, den ihr hochgezogen habt, ihr habt ihn in ein neues Spiel reingepackt. Ihr konntet da nochmal ganz andere Fähigkeiten on top packen. Das war halt super geil. Ja, also ich war gerade soweit, wenn man seine alten Skylander-Charaktere hat und man hat die einfach auf diesen neuen Spiele raufgepackt, wo du diese ganzen anderen Charaktere hattest, welche du höher leveln konntest, welche zu dem Zeitpunkt einfach deutlich stärker waren. Und dann warst du mit deinen alten Charakteren. Man dachte eigentlich, man ist super aufgeschmissen. Und dann kamen da plötzlich so eine broken Fähigkeiten rein. Also, Chop-Chop im ersten Spiel war okay. Im zweiten Spiel, der hat alles weggehauen. Der war super defensiv, der hat reingehauen wie sonst was. Das hat halt einfach Spaß gemacht, seine alten Charaktere nochmal aufleben zu lassen. Seit Skylanders Giants gab es, glaube ich, auch Charaktere. Die hatten eine Neuauflage und hatten deswegen auch komplett neue Fähigkeiten sogar. Und vor allem, es gab halt auch welche in unterschiedlichen Farbversionen. Das fand ich auch mega. Ich habe Giants nicht gespielt, ich habe nur Spyro's Adventure gespielt. Also Giants ist auch richtig gut, vor allem, weil du halt auch erst diese Giants hattest. Die waren halt echt auch stark so. Mhm. Und auch neue Charaktere, die alten Charaktere auch. Also es war halt so ein DLC eigentlich. Ja, ja, aber das war halt komplett abgeschreckt, wo ich dachte so, wird mir das jetzt gefallen? Und hab ich gedacht so, nee. Ja, das Ding noch. Also es war noch eine Fortsetzung, es war gut. Fand ich deutlich schlimmer. Also das hatten wir auch damals noch gespielt gehabt. Aber das war dann wirklich der Teil, wo wir gesagt haben, nee, hören wir mit auf. Ab da, oder ab da wurde es auch nur noch der reinste Cash Grab. Also da wurde auch so Mario reingeballert. Ja, Mario Kart. Donkey Kong und sowas. Alles irgendwie Bowser's Kart oder sowas halt. Also ganz, ganz viel weirden Stuff. Das hat einfach nicht mehr zum Spiel gepasst. Bis es dann am Ende halt irgendwie in so eine App geendet ist oder sowas, ne? Ja, Mann. Ja. Boah, Alter, da musste ich gerade dran denken, Mann. Da gab es halt diesen Hype in Skylanders. Junge, der war so krank. Der war so krank überpowered. Den konntest du nicht angreifen, der war unter der Erde. Ja, ganz ja. Der, das ist bestimmt voll Abfuck. Im Nachhinein betrachtet gab es da wirklich Charaktere, die waren zum Kotzen. Ja. Da war eine Hexe, die konntest du nicht angreifen. Die hat irgendwie so eine Attacke, dass sie dich einfach... Die konnte dich gefangen nehmen. Das ist so, wenn die Spielemacher
das Spiel nicht zu Ende stellen können, denken sie sich, fuck, wir müssen die Leute verarschen. Was machen wir? Okay, wir machen einen Zwischenboss, wo dann, wir sagen, es fehlen noch 10 Level bis zum Ende, aber wir machen einen Zwischenboss, der einfach unbesiegbar ist, damit sie einfach nie dahin kommen. Dann können wir einfach ein unvollständiges Spiel auf den Markt bringen, aber das merkt keiner, weil die eh nicht an diesem Level vorbeikommen. Heutzutage Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt es Wichser gab, die so echt gedacht haben, dass es echt Spiele auf dem Markt gibt mittlerweile oder auch damals, ja, die wirklich nach diesem Prinzip vorgegangen sind. Die echt natürlich Level gemacht haben, die unbezwingbar sind, einfach weil die das Spiel nicht zu Ende haben. Was ich hasse, sind Bosse in Spielen, wo du nicht sehen kannst, dass du den nicht besiegen musst, sondern dass du dich wirklich von diesem Boss einmal plätten lassen musst, um quasi in der Story weiterzukommen. Und dann bist du davor, sitzt da 3 Stunden dran, hielst dich immer wieder hoch. Und bloß am Ende, wenn du ihn kurz davor warst, umzuhauen, zu merken, okay, er bekommt keinen Schaden mehr. Ja. Er haut dich um, Story geht weiter. Ja, Mann. Ja. Aber es ist auch kacke. Was ich richtig gehasst habe, ist, wenn Bosse damals keine Lebensbalken hatten. Mir ging das so auf dir, dann bist du da seit 10 Minuten und spammst deinen scheiß Button. Und du denkst dir so, ist der jetzt mal besiegt? Ja, du hast mal nicht besiegt gehabt. Ja, du hast gar keinen Feedback gehabt. Das hat mich so aggressiv gemacht. Ich hasse das. Ja. Das kenne ich halt nur noch von Forbidden Memories von damals auf der PlayStation 1. Aber ich will gar nicht darum so weiter reden, ne? Aber ich sag nur, ey, der Kampf dort, du hast deine Karten ergrindet und alles bist richtig gut, weißt du, ne? Und dann, du hast deine stärkste Karte ist quasi maximal so 2500 ATK, so 800 ATK mit doppelköpfiger Londra. Das war's dann auch, ne? Und da musst du schon erfahren sein. Dann kommt dann Heishin und der spielt dann einen 3500er Karte und du hast verloren. Ja. Geil. Egal, was du machst. War schon ganz geil. Ehrlich, wo wir gerade bei negativen Dingen sind, ne? Was war das Spiel, was ihr am beschissensten fandet? Oder wo ihr echt denkt, yo, das Spiel hätte nicht sein müssen. Skylanders. Boah, Skylanders. Ich müsste jetzt auch drüber nachdenken, weil ich denke gerade auch drüber nach, weil mir fällt gerade kein Spiel so spontan ein, wo ich mir echt dachte, yo, das ist so ein scheiß Spiel damals. Doch, da gab es schon einige, wo ich dachte. Also, die ich persönlich gespielt habe. Ich hatte nicht so viele Spiele, weil ich mir wirklich nur die Creme de la Creme gekauft habe. Deswegen, ich habe alles gefeiert, was ich damals besessen habe, weißt du? Also, richtige Enttäuschung hatte ich nicht. So wie bei der PlayStation, wo ich dann Spiele hatte, die richtig scheiße waren, wo ich aber dachte, dass die geil sind. Ja. Da müsste ich jetzt auch aktiv drüber nachdenken. Ich auch gerade. Also was damals kacke war, habe ich mal bei einem Kumpel gespielt, war damals FIFA oder PES, ich weiß nicht, eins von beiden war das. Nee, das habe ich gefeiert. Auf der Wii, das war so scheiße, das Spiel. Das war einfach ein anderes Spiel. Die Grafik, gefeiert, ich glaube, das war PES, weil ich hatte PES 13 damals für die PS2. Nee, Mann. Und PES 13 hatte damals die beste Fußballgrafik, die ich jemals im Videospiel hatte, meiner Meinung nach. Halt mal der Fresh. Gefühl bis PS2 Niveau auf jeden Fall. Und ich glaube, das gleiche Spiel sah aber für die Wii so aus, als ob ich raufgeschissen hätte. Du konntest einfach deine Mies spielen. Das waren einfach Fußballer, der so einen riesen Kopf. Ja, das habe ich voll gefeiert, das, Mann. Das meinte ich halt. Also, das war voll witzig. Ich kann mich nur an die Grafik erinnern, die so geil, schlecht Alter. War. Das war ich dachte, okay, ich komme gerade von der PlayStation scheiße. 2, guck mir das gleiche, es ist das gleiche Spiel für die Wii an und es sieht einfach zum Kotzen scheiße aus. Ja, das also, war auch scheiße, aber ich fand es gut, Mann. Ich hab's geliebt. Weil ich wollte mir damals FIFA holen. Weil ich hatte FIFA 13 auch, aber ich hatte das Spiel gebraucht gekauft. Das war so zerkatzt, das lief nicht. Das ist immer abgeschmiert. Ich konnte immer so 10, 15 Minuten spielen, das ist abgeschmiert. Also wollte ich mir das für die Wii damals kaufen, weil das billiger war als für die PS2. Ja. Weil bei Markov haben die ja bis 2015 noch PS2-Spiele verkauft. War ja, genau. FIFA 14 auch noch. Ja, genau. Genau. Und dann wollte ich mir, also FIFA 14 war das dann, glaube ich, für die Wii holen. Ich dachte mir, okay, auf dem Cover sah die Grafik ja nice aus. Dann habe ich das einmal woanders gespielt, bevor ich mir das geholt habe. Ey, ich sah so schlecht aus. Das sah einfach schlechter aus als PES 8. FIFA 14 schlechter als PES 8 für die PlayStation 2. Und ich dachte mir so, Alter, wie kann das so kacke sein? Also aus kindlicher Sicht betrachtet, mein Haschspiel damals war tatsächlich Zelda, Skyward Sword. Echt? Aber nur weil ich damals zu dumm für das Spiel war. Ich konnte das gar nicht. Das verstehe ich. Also ich hatte viele Spiele. Ich hatte das gar nicht gecheckt, ne? Ja. Ehrlich. Aber das war das einzige Spiel. Ich meine, heutzutage liebe ich das, aber ich glaube, das war für mich damals aus kindlicher Zeit das Beschissenste, glaube ich. Ja, ich fühle das. Aber wenn man so ein Spiel nicht kann und man denkt sich, das ist einfach scheiße. Einfach ja, man nicht weiterkommt. Bei Zelda Skyward Sword, ne, dann musstest du halt genau lesen. Ja. Oh, ich habe immer Texte geskippt.
Also ich glaube, ich bin der Weltmeister im Texte-Skippen und Spiele trotzdem irgendwie durchkicken. Ja, obwohl, das mache ich auch. Das mache ich auch sehr gerne. Ich habe die Pokémon-Spiele damals. Ich zocke ja gerade Pokémon-Schwert durch, ne? Und das Spiel ist auf Italienisch. Ich let's play das aber auf Deutsch. Ja. Weil ich die Sprache nicht umstellen kann. Ich skippe alles. Gut, aber das ist anders. Das kann man, glaube ich, jetzt nicht vergleichen, weil. Ich auch. Jetzt im. Wie bitte? Die Sprache kommt noch im Menü. Ja, dann musst du es auch resetten, das Game. Ja. Und ich hatte schon eine Spielstunde, da hatte ich keinen Bock, das wieder zu resetten. Ja, ist. Keine Ahnung, ist einfach so. Die Spiele finde ich eh nur so sehen, wie muss ich gestehen. Daher, keine Ahnung. Deswegen das Play zu das, damit auch du das verstehst und die restlichen nur zugucken. Ja, deswegen, ich skippe das alles, aber gut, bei den neuen Spielen vielleicht kann man das nicht vergleichen, weil da steht jetzt immer, was man machen muss. Ne? Ja. Aber ich weiß auch, als ich Pearl damals gespielt habe, ich habe damals 40 Stunden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Während ich jetzt für Pearl 14 gebraucht habe, also ein bisschen weniger. Weil ich damals nicht gelesen habe, was man machen muss. Ich habe die ganze Zeit nur geskippt, ich habe die Dialoge gehasst. Ich wollte einfach nur meine Pokémon trainieren. Ich war damals auch ziemlich overlevelt, würde ich sagen. Ich war massiv overlevelt. Ich, ja, war damals, ich weiß, ich du warst Karten damals gespielt. So unfair. Ich hatte bei der Elektro-Arena meinen Empoleon als, glaube ich, einziges Pokémon in meinem Team. Das war Level 100. Ja. Ich habe alles weggehauen in der Elektro-Arena. Bei der Elektro-Arena, da hatte ich auch schon Level 60er oder 70er Pokémon. Also auch schon gut überlevelt. Und da habe ich immer gegen ihn gekämpft. Das ist immer so unfair. Weil er kommt da rein und ich war weiter so, ja, du hast die Pokémon alle auf Level 50 stellen. Und er so, nee, dafür habe ich dich trainiert. Ja. Da kommt er mir mit seinen 3 Level 100er Pokémon, 3 Level 80ern und meine waren alle Level 75 oder so. Der hat mich immer weggehauen. Und hatte gefühlt immer die Pokémon, die meine Schwächen ausnutzen konnten. Das zum Beispiel Empoleon und ich hatte Panferno oder sowas. Weißt du, die ganze Zeit so eine Scheiße. Ich dachte mir so, ja, aber so war Andreas früher halt, ne? Ja, das war immer so. Der war immer OP. Wobei Panferno eigentlich relativ gut sogar dagegen ist. Mein Kampf zum Beispiel. Ja, ist halt schneller und Nahkampf und halt alles. Ja, das stimmt. Aber nicht, wenn man 23 Level drüber ist. Ja. Und jung ist. Ja, stimmt, Alter. Boah, was ich auch damals nicht mochte oder nicht kannte, war Donkey Kong. Ich war voll scheiße in dem Game. Ich hab das Spiel nur einmal in der Spielstunde gespielt. Das war so schwierig für mich, ne? Also heutzutage geht das ja, aber früher. Alter, Digga, das ist ein schweres Game. Und als Kind, Digga, hab ich da immer den Superassistent benutzt. Und so habe ich es durchgespielt. Sogar den Endboss hat er gemacht. Easy. Das war voll geil. Einfach den Superassistent, ja, Endboss macht eben schnell. Ah, so mache ich das beim nächsten Mal. Okay, so mache ich das beim nächsten Mal. Immer noch nicht gemacht. Ja. Aber das war auf jeden Fall Disrespect eigentlich. Ja. Für den Endboss, das einfach nicht gegen mich gespielt hat. Ja. Der Superassistent natürlich, zack, alles gemacht. So. Ist das denn eigentlich schon ein Tool-Assisted Speedrun? Ich weiß nicht. Könnte man da vielleicht durchkicken. Das wäre krass eigentlich. War sonst noch irgendein Spiel, was ihr scheiße fand oder einfach nicht gut fandet? Ja, Pokémon Battle Revolution natürlich. Ja, da sind wir wieder dabei. Stimmt, da sind wir wieder da. Ah, ich hab das gehasst. Also, auch, also wie gesagt, die Grafik war eigentlich okay, ne? Aber nee, fand ich auch. Der Content war einfach nix, ne? Ja. Und es hat mich einfach enttäuscht als Pokémon-Spieler. Ich hab gedacht so, nee, du gehörst nicht mehr dazu. Ja, krass. Und du, Andreas? Bei mir war es tatsächlich kein Spiel, was mich enttäuscht hat. Also ich habe damals auch bloß eine limitierte Anzahl an Spielen gehabt und die waren mindestens neutral. Ja, ja, genau, das fühle ich auch. Ein anderes Spiel, was mich enttäuscht hat, da war ich relativ jung und vielleicht auch einfach dumm. Aber gut, bin ich froh, ist heute wahrscheinlich noch. Ich habe damals Red Steel gespielt. Ich war zwar im Spiel 18 oder so, ich war dann 10. Vielleicht kenne ich das. Red Steel, das spielst du mit Bewegungssteuerung. Das ist ein Shooter. Und die damalige Wii, also die Wii-Fernbedienung, war noch nicht so präzise wie zum Beispiel das Wii Motion Plus danach. So. Und dann bist du dann durch diese Era durchgegangen und hast dann jetzt halt so gehalten und hast irgendwie nichts getroffen. Stimmt. Also du hast einfach nichts getroffen. Spiele, wo du immer die scheiß Dings immer vom Fernseher halten musst, weil du zielen musst, dann echt nervt. Ja, damals bei Adrian hatten wir ein Spiel, weil sein Vater hat ihn eine Festplatte voll mit Spielen gescheatet. Illegal gedownloadet damals. Homebrew Software. Ja, und da war irgendein Ego-Shooter, ich weiß nicht mehr, welches das war. Aber das haben wir ein paar Mal gespielt. Und da war ich einmal mit Noah da waren wir auch so 15, glaube ich. Das war auch so, man konnte richtig hackig zielen, weil du die ganze Zeit so zielen musstest. Ja. Aber Noah und ich haben die beiden richtig fertig gemacht, die beiden Brüder, ne? Ja. Ja, und der Kleine von beiden wollte uns danach umbringen. Also wir sind dann echt aus dem Haus rausgegangen, der hat versucht, diesen Kumpel von mir mit dem Nacktschan-Kabel da zu würgen, ne? Dann sind wir einfach abgehauen, das war so witzig. Also schlimmste Spielerfahrung,
Aber nice Win raus. Die Story erzählt. Kennst du, ja. Natürlich kenn ich das. Aber der Win war nice. Bei uns war das halt so, wir hatten halt James Bond und alle mussten mit der Wii Remote spielen. Mhm. Aber der Kollege von uns war den Controller. Das ist unfair. Dazu habe ich noch eine kleine Story, und zwar Red Steel, ne? Was glaubt ihr, wie spielt man? Wie geht man da durch? Welches Spiel? Das Spiel heißt Red Steel. Das ist ja der EU-Shooter. Yeah. Das heißt, steuerst du so, ne? Was glaubt ihr, wie steuert man das Spiel? Wie steuert man die Karte? Also ich habe gedacht, man nimmt den Nunchuck und dann die Wii Remote zum Ziel. Das wäre ein guter Einfall gewesen, haben sie aber nicht gemacht. Bewegungssteuerung? Nein, du machst es halt wirklich, du steuerst ihn so und dann hast du ja oben noch dein Steuerkreuz. Oh nein! Ja, oh, und du steuerst es mit dem scheiß Steuerkreuz, das du nach vorne Also ohne, Alter, komplett ohne Nunchuck. Ja. Oh fuck. Alter, ekelhaft, ey. Junge, wer spielt das Spiel so? Wer? Wer würde überhaupt solch ein Spiel spielen? Würde ich mir nicht antun, nehmen. Auf gar keinen Fall. War vielleicht als Kind ist es aber ein bisschen anders, weil man nicht so Wert drauf legt, weiß nicht. Ja, versucht man dabei zu schießen. Aber es würde mich aber auch schon nerven, weil du musst dann ja so spielen mit beiden Händen gefühlt. Ja. Aber es gab damals mehrere Spiele, die das hatten. Mhm. Damals gab es aber auch so ein Maschinengewehrhalterung. Ja. Oder ein Gewehr, dann musstest du das auch so mit einem Steuerkreuz halten. Ja, die kannte ich auch. Oder hier links Crossbow Training gab es ja auch noch. Habe ich auch gesehen, das sah cool aus sogar, aber habe ich nie gespielt. Ja, ich hatte damals dann sogar Tennisschläger. Ich habe Mario Tennis früher mal gerne gespielt. Aber das teuer. Das Spiel war teuer. Aber es war auch echt krass. Es war echt übel teuer. Aber heftig, wenn man mal bedenkt, früher waren Spiele teuer, die haben damals so 40 Euro gekostet oder so, ne? Wenn heute ein Spiel für 40 Euro rauskommt, ist es am nächsten Tag ausverkauft, weil es zu billig ist, gefühlt. Digga, damals hast du Zelda Skyward Sword mit einem Wii Remote und Gold bekommen für 55 oder so. Ja, genau. Ja, heute musst du für beides jeweils 60 bezahlen. Ja, ich wollte gerade sagen, heute allein schon 59 für Basic. Und dann kommen die ganzen Inline-Käufe, In-Game-Käufe. Dann kommen die DLCs, dann kommt das und im Endeffekt hast du 192 Euro für das gleiche Spiel ausgegeben. Bei Skyward Sword jetzt für die Switch gibt es die Joy-Cons, die kosten 60 und das Game kostet 60. Ja, krass, ne? Ja, das ist frech. Aber es ist genau wie bei Pokémon Schwert, da kam ja das Spiel für 60 raus. Ja. Und dann die Erweiterung, die hat einfach nochmal 30 Euro. Ich hab mir die Erweiterung nicht geholt. Ich dachte mir, schade, ich hätte gerne noch eine Afterstory gezockt, aber ich sehe es nicht ein, 30 Euro für 3 Stunden Spielzeit zu kaufen. Ja, also ich finde auch, sie hatten in diesen DLCs einfach Story. Ja, es gab da wieder 2 weitere Wild Areas. Hätten sie einfach gesagt, hier, die lassen wir einfach komplett raus und der Rest gehört einfach zum Kanon des Spiels, dass man halt einfach sagt, okay, das ist Afterstory, das wäre perfekt gewesen. Ja. Aber so ist das halt, 30 Euro für 2 weitere Wild Areas, die man eh nie betreten hat, wirklich. Ja. Plus halt die Story, die halt nicht schlecht war. Aber das ist halt untergegangen. Der größte Snitch-Move war aber der, dass die angekündigt haben, so, yo, wir können leider nicht so viele Pokémon dort reinmachen. Das wollte ich auch gerade sagen. So, das ohne Witz, richtig, ne? Frech, Mann. Und dann so, hier, 30 Euro, jetzt kannst du alle Pokémon haben. Nicht mal alle. Du kannst nicht mal alle. Obwohl, du musst natürlich nicht bezahlen, um sie ins Spiel reinzubekommen. Ja, klar, aber du, also ohne Witz, wer macht denn bitte sowas? Aber du hast halt. Aber es war frech, Also, du hast halt keine andere Wahl gehabt meistens. Ja, das war richtig. Also, ich denke mir, halt, entweder streicht man sie komplett raus oder. Ja. Lässt halt einfach alle drin und nicht dieses, okay, wartet ein bisschen, dann kommt ein DLC, dann könnt ihr von Pokémon Home oder sonst was euch die Pokémon langsam wieder downloaden und die anderen schimmeln halt immer noch auf euren Boxen. Gibt es mittlerweile überhaupt alle drin? Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir sind langsam am Ende von der Komplettierung. Also deswegen, das ist. Aber ich glaube, die 4-Gen fehlt eine Menge. Ja, aber da kommen ja noch mehr. Also sind ja schon ein paar Updates geplant, soweit ich weiß. Ja. Also da soll das ja kommen. Aber bei Schwert und Schild hieß es ja wirklich, nee, es wird nicht alle geben. Ja. Und bei Perlen und Diamant hieß es, jo, es werden alle reinkommen, aber nur bis zur 4. Generation. Ja, bei Schwert und Schild haben am Ende sogar noch sehr, sehr viele von den 4-Gen-Pokémon gefehlt, plus halt fast alle Starter. Ja. Deswegen, ich finde, das ist so das Geile, gerade an den alten Konsolen gewesen, wie zum Beispiel jetzt die Wii. Die Spiele kamen fertig auf den Markt und gut ist. Ja. Und so, und das war's. Da wurde sich noch richtig Mühe gegeben. Ja. Es gab keinen scheiß DLC-Pass oder irgendwie sowas. Oder irgendwelche anderen Sachen. Nein, es gab 100%. Also wenn das Spiel scheiße war, dann war das Spiel auch für immer scheiße. Ja, das stimmt. Aber wenn ein Spiel gut war, dann war es auch für immer gut. Ja. Und das ist ja das Geile. Es gibt ja auch Spiele, die geil rauskommen und dann durch Updates komplett kaputt gemacht werden. Ja. Und das ist Day One Patches oder nochmal da ein Gigabyte Update, nochmal da ein Update. Ey, das ist so eklig, wenn ich mir Warzone angucke. Das Spiel 90 Gigabyte,
Das sind mittlerweile bei mir über 150 nur durch Updates. Ja, das sind aber Seasons, das ist was anderes. Ja, aber trotzdem, also das Spiel hat 50 Updates bekommen und 50 GB Speicher oben drauf. Guck dir mal FIFA an, 22 Battlefield ist auch unfertig rausgekommen. Ja, aber so viel, auch. So viel. Ja, Cyberpunk. Cyberpunk wurde ja 30 Mal gefixt. Ja, wie neuestes Pokémon-Spiel war ja auch, ohne Day One Patch hättest du die Spiele gar nicht anfassen können. Ja, genau. Nee, Digga, das ist so frech wirklich, Alter. Also, es ist echt scheiße. Also, ich meine, das liegt da halt weniger an den Entwicklern selber, sondern eher an der Company, die hinter sitzt. Ja, ja, an der Company, genau. Ja. Und das ist auch geil. Früher war das so, yo, die haben mehr Zeit, ich habe das Gefühl, die haben früher mehr Zeit bekommen für die Spiele. Mhm. Aber es hieß so, yo, es soll ein neues, keine Ahnung, neues Pokémon für die Wii kommen. So, ihr habt 24 Monate zu programmieren. Und bekommt das Geld. Macht, okay? Mhm. Und jetzt habe ich so das Gefühl, yo, ihr habt 24 Monate und bekommt das Geld. Und dann so, ah, nee, das Geld bekommt ihr nicht. Ihr bekommt 10% weniger. Habt einen Monat mehr Zeit. Und dann so, zwei Monate später, ah, wir müssen euch nochmal drei Monate abziehen. Ja. Bekommt aber dafür 5% mehr Geld. Und dann so, ah, okay, das Spiel muss jetzt aus 16 Monaten raus sein. Ihr könnt ja im Nachhinein noch Updates raushauen. Auch übrigens, wir brauchen noch, dass ihr DLCs und das einbaut, damit wir im Nachhinein mehr Geld da drin mit verdienen können. Keine Sorge, das Geld kriegt ihr irgendwie auch noch ein bisschen rein. Hier sind eure Anteile. So, das ist so behindert, das nervt mich einfach. Und das ziehen die so lange einfach. Ey, ganz ehrlich, ich finde das frech, wenn das Spiel jetzt vor 4 Jahren rausgekommen ist, dass immer noch Updates dafür kommen. Ey, das ist doch teilweise sogar kostenpflichtige Updates. Weißt du, wo ich mir denke, ey, ist das euer Ernst? Kennst du Dragon Ball Xenoverse 2? Ich habe das Spiel gespielt, aber nicht durchgespielt, weil ich das nicht so geil fand. Xenoverse 2 ist genau das perfekte Beispiel. Es gibt immer noch Patches. Hast du es auch 2018 rausgekommen? 16. So lange schon? 16 kam es raus. Heftig. Und es kommen immer noch kostenpflichtige Updates und alles. Ja. Und ich denke mir so, yo, ja. Nice, du, das Game kostet dreimal so, also die DLCs kosten dreimal so viel wie das Game. Ja, ja, das ist frech. Deswegen, ich verstehe es nicht. Deswegen, für drei Charaktere. Ja, Mann. Alter, ja, gerade auch die Trilogie wollte ich gerade erwähnen, ne? Ja. Die ist ja richtig von Arsch. Mhm. Da haben die richtig reingeschissen, Alter. Stimmt. Na gut, ich würde sagen, wollen wir einen Abschluss finden? Ja. Ich würde sagen, wir geben der Wii ein Rating. 1 ist das schlechteste, 10 ist das höchste. Find Fangen gut. wir bei unseren Gästen an, Andreas. Also ich gebe der Wii eine ganz glatte 8. 8? Ja. Okay, cool. Also ich würde der Wii tatsächlich sogar eine 9 geben. Einfach weil es meine Kindheit auch sehr geprägt hat. Ja, und ja. ich dadurch auch sehr viel mit meinen Freunden noch unternehmen konnte, wenn wir nichts zu tun hatten. Natürlich gab es halt immer was, ne? Auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich würde einen 9 geben, ja. Und bei dir? Ich denke tatsächlich, aufgrund von der Grafik, also ich hätte jetzt gesagt, wenn die Grafik nochmal ein bisschen stronger wäre, ne? Aber es hat schon viele Sachen. Ich würde fast eine 10 sagen, weil die Wii hatte alles, was du wolltest und du konntest auch wirklich alles da drauf spielen. Das war für eine Konsole wirklich von klein auf bis zum ältesten Erwachsenen im Rentenalter. Du hattest auch wirklich alles dort gehabt. Ja. Mario Kart, du hattest Mario Party, du hattest alles gehabt. Ja, dann gab es noch die Virtual Console, du hattest alles. Also ist es jetzt also eine 10 oder es nur eine 9? Es ist 9,5, würde ich jetzt sagen. Es ist halt die Grafik, die hätte besser sein können eigentlich schon. Okay. Eigentlich jeder hat eine Wii. Ja. Ehrlich, jeder hat eine. Ich glaube, ich hab die mit als letzter bekommen aus meinem Freundeskreis und ich war 11, als ich meine bekommen habe. Oder 10. 10, 11. So um den Dreh. Und ich war der letzte beim Freundeskreis, der eine Wii hatte. Also ich habe früher halt bei allen anderen immer gespielt, ne? Mhm. Also es war schon krass. Jeder wirklich hatte dieses Scheißding. Mhm. Ich gebe dir eine 10, glatte 10, weil was du gesagt hast, ja man. Das Spiel hat uns einfach alle zusammengesetzt damals. Auch meine Eltern haben mitgespielt und das war cool. Ja. So meine Eltern, die voll gegen Videospiele waren, auf einmal zu sehen, wie sie gegen mich Tischtennis spielen bei Wii Sports Resort. Oder meine kleine Schwester. Oder Bowling vor allem. Ja, oder meine kleine Schwester und ich, die voll die Fremden hatten und dann gebowlt haben. Oder ich und mein Vater immer zu Dings gefahren sind, ich und mein Vater und dann halt diese Spiele ausgeliehen haben. Ja, Mann. Das hat so Spaß gemacht. Das stimmt. Allein gerade weil es Videowelten früher, die waren einfach heftig, Alter. Ja, Mann. Die waren so heftig. Das war so geil. Aber das hat einmal uns alle zusammen geschweißt. Und was Paul sagt ja auch, es gibt so viele verschiedene Spiele, die dafür gekommen sind, wo du denkst, Spiele, die gar nichts eigentlich mit Nintendo zu tun haben, die auf einmal für die Wii rauskamen. Ja. Das war geil, du hattest halt echt ein großes Portal dafür. Also, ich finde, das ist eine absolute 10. Da hat Paul auf jeden Fall recht, gerade weil, Digga, ich habe so viele Leute, die älter sind, haben eine Wii gehabt, alles, Alter. Also ich finde gerade, das Konsole kam 2007 raus. Man darf nicht vergessen, 2007 kam auch die PS5 raus. PS3. Ja. PS5, genau, die PS3 raus. Timeskip. Ja, gut. Und die war grafisch natürlich eine ganz andere Liga. War da nicht sogar schon GTA 6 raus, Digga? Ja. Daher, ich kann nachvollziehen, was du meinst. So gerade, wenn man diesen direkten Vergleich hat. Yo, ich habe hier gerade eine High-End-Konsole, die... Die PS3 hatte meiner Meinung nach eine echt schöne Grafik. PS3 und Xbox 360, die kamen alle schon vorher raus. Ja, Mann. Und die hatten beide eine geile Grafik.
Und dann kam die Wii, die hatte dann halt diese schwammige Grafik. Aber das Konzept war einfach anders. Und dieses Konzept hat es einfach gekillt. Das war einfach, hast du es ja nicht wirklich wahrgenommen. Ne? War einfach gut. Nee, vor allem, weil ich die ganze Zeit eine PS2 hatte und die war relativ eben mit der Grafik. Ja, vor allem, es ging ja auch nicht um die Grafik. Es ging nicht darum, irgendwelche Spiele auf HM zu spielen. Es ging darum, mit Leuten zusammenzuspielen, interessante Spiele zu spielen, mal was anderes auszuprobieren. Eben. Und gerade das Wichtigste, es war eine Familienkonsole. Ja. Es war wirklich dafür gedacht, mit anderen zu spielen. Die Wii war nie eine Konsole für Einzelgamer. Es war immer dafür, dass man zusammenspielen konnte. Ich glaube, es gab auch kein Spiel, was du nicht mindestens zu zweit spielen konntest. Ja, das war das Geilste an der Wii. Ja, weißt du, und jetzt kommen die ganzen Spiele, ein Player und sonst nur online. Und damals sollte man sich zusammensetzen und ich finde, das war geil. Und Battle Royale Modus. Ja, deswegen. Alter. Wirklich, Mann. Also, das Splitscreen hat früher die alten Konsolen revolutioniert. Ja, auf jeden Fall. Also, Real Talk. Ich musste gerade an irgendwas denken, ich habe vergessen, es lag mir auf der Zunge, scheiße. Aber ich kann nur sagen, liebe Leute von draußen, seid dankbar. Die Nintendo Wii ist einfach, oder beziehungsweise die Nintendo hat einfach einen richtig guten Peak gemacht. Also seid einfach dankbar den Leuten. Weißt du? Ja. Deswegen gibt es heute die Switch, muss man auch sagen. Innovation ist geblieben und deswegen gibt es heute die Switch. Ja. Und innovativ ist auch nochmal unser The Connect Merch. Leute, kauft euch diesen Merch, kauft ihn uns. Damit seid ihr definitiv die Stylischen. Auf jeden Fall. Und ich bedanke mich auch an Andreas und an Paul. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke auch an Leo, der sich heute hat zwingen lassen, hier zu sein. Danke auch an Luca, dass er sich vor die Cam gesetzt hat. Ja, danke. Danke an mich selbst. Ich würde sagen, lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Twitch und YouTube sind unten verlinkt. Instagram-Accounts wahrscheinlich auch. Und aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke, abonniert uns, liked die Videos. Und schreibt in die Kommentare, was eure Top 5 Games waren tatsächlich. Ja. Welches das schlechteste Spiel war, würde mich auch interessieren, eurer Meinung nach. Und generell, Leute, ihr wisst, der Algorithmus pusht uns, wenn ihr Kommentare schreibt. Also, würde ich sagen, spammt uns zu. Und ich würde sagen, schaut euch noch, Leute. Ciao. Ciao.